Hallo, auf Glück ist eine Entscheidung, der YouTube-Kanal, der genauso heißt wie mein Buch Glück ist eine Entscheidung. Und ich habe heute zu meiner Linken die wunderbare Angelika, Nachname? Angermeier. Angermeier, das sage ich immer, bevor ich was Falsches sage, lasse ich lieber meinen Gast etwas sagen. Ja, ganz spannendes Thema neben unserem Hauptthema Glück. Ich sage mal Burnout-Beraterin. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich bei meiner traditionellen Frage. Liebe Angelika, was glaubst du, was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Menschen, die glücklich sind, also das heißt strukturell glücklich sind, von ihrem Wesen her glücklich sind, zufrieden, und Menschen, die so überhaupt nicht sind? Was für Unterschiede gibt es da, oder was für ein Hauptunterschied? Was meinst du? Also ich glaube, der Hauptunterschied liegt schon mal darin, dass die Leute, die glücklich sind, einfach mit den Gegebenheiten, die sie vorfinden, gut umgehen können. Mhm. Also das, was ihnen geboten wird, ob das jetzt im Beruf, in der Schule ist, ob sie die Leute, die sie treffen, gut annehmen können. Also dass sie sich einfach darauf einlassen und einstellen können, was sie vorfinden. Ich glaube, das ist ein großes Geschenk, wenn man das kann. Und wenn man das eben nicht kann und seine Ziele durchboxen, durchbringen will, ohne links und rechts zu schauen, was es denn schon gibt, dann glaube ich, kann man nicht so glücklich sein. Okay. Ja, das ist eine Entscheidung. Und das andere, denke ich, ist noch das mit den Talenten halt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch Talente hat. Mhm. Ganz unterschiedlich. Der eine kann gut reiten, der andere kann gut hören, der nächste kann gut Geschichten erzählen. Mhm. Wenn man dazu keinen Zugang hat, wenn man sich irgendwas aussucht, was vielleicht gar nicht zu einem passt, oder wenn man was ausgesucht bekommt, weil die Eltern das sagen oder der Lehrer oder irgendein Berater oder so. Ja. Man wirklich was ganz anderes macht als das, was man eigentlich wirklich gut kann. Was einem sozusagen in die Wiege gelegt wurde. Ich denke, dass jedem was in die Wiege gelegt wurde. Ja. Und wenn man dazu keinen Zugang hat oder das nicht nutzen kann oder darf, dann glaube ich, ist man auch nicht glücklich. Okay. Jetzt hast du ja eben gesehen, die Menschen, die glücklich sind, die nehmen eher die Situation, wenn ich es mal so übersetze, die nehmen eher die Situation oder die Gegebenheiten erstmal an. Ja. Ja, für die Leute, die das jetzt nicht können, kann man das denn erlernen, oder gibt es da vielleicht einen Trick oder einen Tipp, wie man das annehmen kann, oder kann man das überhaupt erlernen? Also ich bin mir sicher, dass man das erlernen kann. Ich meine, ich bin ja auch nicht so, wie ich jetzt heute bin, auf die Welt gekommen und habe auch eine ganze Menge Sachen eben gelernt durch verschiedene Methoden, ob das jetzt Lesen ist, Zuhören oder sich auch mal beraten lassen oder auch mal Podcasts gucken oder. Also meiner Meinung nach kann man das sicher lernen. Ich denke, man sollte natürlich auf sich mal hören, so ein Bewusstsein auch für sich schaffen. Mhm. Okay. Mal zu gucken, wie ist man denn unterwegs, was tut mir gut, wann fühle ich mich wohl, wann fühle ich mich unwohl. Mhm. Und da einfach mal genauer hinhören und dann überlegen, was könnte mir gefallen, was mag ich gerne, wo komme ich in so einen Flow, wo fängt mein Herz so an zu schwingen, wo lache ich, wo geht's mir gut. Okay. Die Leute müssen halt drauf kommen, sage ich mal, oder? Man muss halt erst mal gucken, sich selber mal ein bisschen betrachten. Also sich selber betrachten, wobei ich glaube, dass es nicht jeder kann. Ja. Also ich glaube, manchmal braucht es echt so einen Schubser von außen. Mhm. Ich finde es auch keinen verkehrten Weg, wenn man sich halt mal Hilfe holt und sagt, okay, gut, ich drehe mich irgendwie in Kreise, ich merke, ich komme nicht weiter, dann brauche ich halt manchmal jemanden, der auf mich schaut und sagt, okay, ich glaube, das und das könnte ein Weg sein, probier doch mal was anderes aus. Ja. Okay. Das finde ich völlig legitim. Okay. Ja. Das heißt, so ein kleines Helferleinchen. Ja, viele denken ja, ich darf das nicht oder ich... Genau, also entweder das gehört sich nicht oder so. Also ich glaube, das ist bei uns nicht so üblich und bekannt. Mhm. Und manche denken, ja, ich muss es alleine schaffen, sehe ich aber gar nicht so. Jetzt machen wir mal aus Datenschutzgründen kurz mal die Pause. So, wir sind wieder live. Viele Menschen denken, dass sie das gar nicht dürften oder gar nicht können, sich auch Hilfe von außen, sag ich mal, zu holen, um ihr Bewusstsein vielleicht ein bisschen zu verändern. Ne? Das kommt ja auch häufig vor. Ich glaube, das ist halt bei uns nicht so üblich. Also wenn man auf unsere Geschichte so guckt, ich glaube, das ist einfach nicht verankert. Okay. Also Hilfe, glaube ich, holt man sich nur, wenn es wirklich ganz krass ist, und dann redet man am besten vielleicht nicht drüber. Ja, okay. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen deutsch, ne? Also wenn man nach Amerika schaut, da hat ja jeder sein Coach oder sein Coach, seinen Personal Trainer. Psychiater oder ähnliches, ne? Aber in Deutschland ist das irgendwie nicht so, ne? Ich denke auch, dass man einfach mal gucken muss, was brauche ich denn, was tut mir denn gut? Ob das jetzt ein Training ist oder irgendwas Tiergestütztes oder Yoga oder ein Waldspaziergang oder. Ja. Also für jeden passt halt auch was anderes. Ja, okay. Also jeder hat die Möglichkeit, egal in welcher Situation er ist, egal in welchem Umfeld er ist,
egal, jeder hat die Möglichkeit, glücklicher zu sein, wenn er sich bewusst damit auseinandersetzt. Ja. Kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Jetzt machen wir kurz noch eine ganz kleine Pause. Ja, vielen Dank erstmal dafür, für die Frage. Ja, und jetzt meine Frage, was machst du denn eigentlich so? Du bist nämlich auch, das habe ich vorhin gar nicht gesagt am Anfang, du bist nämlich auch eine Kollegin von mir, und zwar eine Autorin, Autorkollegin oder eine Autorin. Ja. Aber in einem Genre, in dem ich nicht schreibe, und zwar im Krimi-Bereich. Im Krimi-Bereich. Ja. Und das passt wahrscheinlich auch noch wunderbar zur Burnout-Beraterin. Das finde ich ja wirklich toll. Ja, fangen wir doch mal mit Burnout an. Ja. Burnout-Beraterin bedeutet, wie der Name schon sagt, ne? Genau, ich gucke mir einfach den Menschen genau an und gucke, was ihn bewegt und auch wie er mit sich selbst umgeht. Ist er vielleicht auch ein bisschen zu streng mit sich? Hat er sich vielleicht auch zu hohe Ziele gesetzt, die er vielleicht gar nicht erfüllen möchte, die er vielleicht gar nicht erfüllen kann? Okay. Ja. Das heißt, Menschen, die zu dir kommen, die haben ein Burnout, müssen die einen Burnout gehabt haben? Oder, nein, die müssen kein Burnout oder Anzeichen haben. Dafür, sag ich mal so. Die müssen auch kein Anzeichen dafür gehabt haben. Es reicht ja auch schon, wenn sie sagen, ich fühle mich in meiner Arbeit, in meiner Umgebung, ich fühle mich mit mir unwohl. Ja. Und dann gucken wir einfach, was könnte es denn sein? Warum fühlen sie sich unwohl? Manche haben auch Schlafstörungen, manche sagen, ich kann nicht mehr durchschlafen und so. Das beschäftigt mich die ganze Zeit. Ich habe so eine Endlosschleife, es geht mir nicht mehr gut. Ich komme nicht mehr zur Ruhe. Ich meine, es gibt auch dann manchmal körperliche Symptome wie Bluthochdruck oder Probleme mit dem Kreislauf. Dann sage ich ganz klar, also ich bin keine Therapeutin, ich bin auch kein Arzt. Also dann gebe ich denen auch mal Tipps und sage, gehen Sie mal zum Heilpraktiker, lassen Sie mal Ihr Blutbild checken und. Mhm. Gucken Sie mal auf die Ernährung, wie sieht es da aus mit Trinken, Rauchen, Alkohol, Sport und so. Also ich gucke dann schon gesamtheitlich auf den Menschen und versuche denen dann halt das mit auf den Weg zu geben, was ich kann und was mein Bereich ist. Ja, okay. Ja. Was glaubst du, ich meine, Burnout ist ja wirklich viel, Vorsicht, da sind Dornen, wir wollen nicht in Dornen treten. Burnout ist ja schon ein sehr komplexer Bereich und es sind ja auch von vielen Menschen auch betroffen. Was glaubst du, warum gerade in der heutigen Zeit, warum gehen so viele in diese Richtung Burnout? Ist es einfach nur, in Anführungsstrichen, nur der Stress, arbeitstechnisch? Oder... Ich glaube, das ist auch wieder gesamtheitlich zu betrachten. Also meiner Meinung nach hat sich auf jeden Fall Arbeit verdichtet, das ist klar. Und auch durch diese ganzen neuen Medien ist es viel schneller geworden. Ja. Also früher, wenn man irgendwas geschickt hat, dann ging das per Post, dann wurde das über den Postweg rumgeschickt, bis es dann im Postkörbchen war und man das gelesen hat. Hatte man noch drüber Zeit nachzudenken, was mache ich damit, wie beantworte ich das, schicke es zurück. Da waren schon mal 2 Wochen im Land. Okay. Heute kommt es innerhalb von 10 Minuten, der andere sitzt schon da, wartet, schaut mit den Hufen, man kommt keine Antwort endlich. Okay. Also man ist auch viel schneller im Zugzwang. Die Schnelligkeit einfach. Die Schnelligkeit, und die Menge? Auch die Menge? Die Schnelligkeit, die Menge. Ja. Genau, also dieses Getriebenfühlen ist, glaube ich, eines. Mhm. Und ich denke halt auch insgesamt das ganze Angebot, also dass man auch... Die Ansprüche, die man an sich selber hat, also ich denke auch so junge Mütter zum Beispiel, die sollen gut aussehen, die sollen einen tollen Beruf haben, die Kinder sollen noch dies und das, also diese ganzen Ansprüche, das ist einfach viel zu viel. Okay. Wann soll man das denn alles machen? Der Tag hat 8 Stunden, sage ich mal. Ja, ja. Mit, dann kommt noch Zähneputzen, Kinder ins Bett bringen, Essen kochen, einkaufen und so weiter, das ist einfach zu viel. Also ich denke, davon sollte man einfach runtergehen und auch Fernsehen gucken will man noch und Serie schauen und was weiß ich, das Handy einstellen und. Also die die Anforderungen, die so... Anforderungen, Angebot auch. Also man muss ganz klar, denke ich, heute selektiv denken und sagen, okay, das ist was für mich und den Rest lasse ich einfach weg, ob das jetzt zeitgeistig ist oder nicht. Okay. Ich entscheide mich dagegen. Also ich zum Beispiel, wir hatten Fernseher, klar, und wir haben den, ich glaube, vor 2 Jahren abgebaut. Also ich gucke einfach kein Fernseher mehr. Okay, Prioritäten setzen, ne? Ganz klar, auf jeden Fall. Okay. Ja. Okay. Wäre das auch so einer von mehreren Tipps, die man sagen kann, wir wenden jetzt mal. Ja, okay, das machen wir gut. Genau, Hauptsache du bleibst im Bild, warte. Ja. Kann man sagen, das ist so einer mit den wichtigsten Tipps, Prioritäten? Prioritäten setzen fokussieren und sich auch, also man braucht, glaube ich, auch ein starkes Selbstbewusstsein, um zu sagen, okay, ich entscheide mich, wenn jetzt alle ihre Kinder in die musikalische Früherziehung bringen und mir passt das vom Termin her nicht oder mein Kind mag das nicht, dann mache ich das halt nicht. Ja. Ob das jetzt angesagt ist oder nicht. Also ich denke, sich ganz klar halt für sich entscheiden. Okay. Und nicht nur selbst entscheiden. Genau. Also selbst für sich Verantwortung übernehmen und sagen, okay, das um 8 Uhr morgens, ich bin kein Frühaufsteher. Nein, ich mache das nicht. Mhm.
Gut ist es. Und dann nicht drüber nachdenken, was die anderen denken. Nicht drüber nachdenken, was die anderen denken, das ist eh unwichtig. Ja. Okay. Sondern auf sich hören, was brauche ich, was braucht mein Kind. Und dann aber auch sagen, okay, ich habe mich dafür entschieden, ist gut. Ja, okay. Jetzt hast du da auch eine schöne Methode, von der du mir vorhin auch erzählt hast, was du da auch gerne mal anwendest, weil wir sind nämlich zufälligerweise in solch einer Umgebung. Ja. Und zwar, was machst du dann mit Menschen? Also, die müssen jetzt kein Burnout haben, wie wir eben rausgefunden haben. Was machst du mit den Menschen ganz gerne? Also, ich habe das Wanderwalks genannt. Das heißt, ich gehe mit denen, also ich treffe mich erstmal mit denen und habe so ein Vorgespräch und gucke, was erwarten die, was bringen die mit, was möchten die auch gerne. Also, ich frage die auch immer, was ist ihr Ziel, was möchten sie, wo möchten sie denn gerne hin? Ja. Lass dir das auch gerne mal aufschreiben, damit wir das am Ende dann nochmal, wenn es nicht mehr da ist, damit man auch sehen kann, okay, wo war ich, als ich angefangen habe und wo bin ich jetzt am Ende hingekommen. Okay. Und dann mache ich mit denen eben gerne Spaziergänge, gehe raus, weil ich finde, es ist draußen in der Natur kann man sich nochmal anders entfalten, anders umgeben, hat auch den Einfluss eben von der Natur und dann bin ich mit dem eben so eine Stunde ungefähr draußen, wir gehen spazieren, die erzählen, ich höre zu, ich höre mir den Menschen an, seine Wünsche, Bedürfnisse oder auch seine Sorgen, Ängste und setze dann kleine Impulse danach. Okay. Ja. Okay. Das heißt, die dürfen dann auch etwas tun, etwas verändern. Genau. Ne, darum geht es ja vor allem. Ja. Also ich sage jetzt nicht, sie müssen dies oder das sein, ich empfehle ihnen oder ich biete das an und die sollen natürlich immer selbstverantwortlich handeln, das ist, finde ich, total wichtig. Ja. Weil irgendwann soll ich ja da auch wieder weg sein. Also ich wünsche mir natürlich schon, dass sie das relativ schnell erreichen, ihr Ziel, und mich dann eben nicht mehr brauchen. Ne? Also richtig im Coaching-Sinne jetzt, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Also nicht therapeutisch gesehen, sondern im Coaching-Sinne, ja. Das ist, hört sich auf jeden Fall spannend an und das ist auch sehr, sehr, sehr intensiv dann für denjenigen. Sehr schön. Ja. Jetzt hast du ja aber noch eine andere Neigung, sage ich mal, und zwar die des Schreibens, genau wie ich. Aber das ist im Krimi. Auf der einen Seite Menschen helfen, aber dann die Menschen sterben lassen, ne? Sozusagen im Krimi. Nein, das ist natürlich ein Hobby. Genau, und das machst du aber auch wiederum mit dem, was hier so ist, Natur. Ne? Ja. Und zwar, also außer dass du Bücher schreibst, auch noch machst du noch was? Krimi-Wanderungen. Krimi-Wanderungen. Das ist total spannend. Wobei das ist, also das ist schon mehr wie ein Hobby. Ich mache das schon ziemlich intensiv und die Intention ist wieder das Gleiche. Also es geht zum einen, schaue ich auf die Menschen, schaue da genau hin, was die machen, was sie bewegt, was sie eskalieren lässt, welche Bedürfnisse sie haben, welche Ängste sie haben. Ja. Auf der anderen Seite veranstalte ich eben mit diesen Regionalkrimis, die entweder in Saulheim spielen oder Rheinhessen, Frankfurt, oder ich verbinde das miteinander. Und mit diesen Krimis, die ich schreibe, veranstalte ich eben diese Krimi-Wanderungen, weil ich einfach möchte, dass die Menschen raus in die Natur gehen, dass sie auch mit ihrer Region verbunden sind. Ja. Dass sie auch mal gucken, Mensch, wie ist es hier, wie schaut es hier aus, dass sie sich kennenlernen und wieder Gemeinschaft erleben. Mhm. Weil ich schon auch, jetzt auch wieder aus der Burnout-Beratung oder auch so aus dem täglichen Leben halt erlebe, dass die Leute einfach nicht mehr so in Gemeinschaft sind. Ja. Also so Vereinsamung finde ich ist einfach ein Riesenthema und das macht ganz viel mit den Menschen. Ja. Und bei der Krimi-Wanderung, die kommen immer strahlend nach Hause, sind glücklich, glaube ich, haben was getrunken, was gegessen, sagen ja, toller Tag und wir kommen wieder. Und waren vielleicht an dem einen oder anderen Tatort deines Buches, deiner Bücher oder deiner Also manchmal, deiner ist, ja, manchmal ist das so, manchmal sind die dann auch am Tatort, aber ich mache das immer so, dass ich die ersten Teile lese, es gibt ein bisschen was zu essen und zu trinken. Und ab einer gewissen Stelle dürfen die dann raten, wer war der oder die Mörder. Da gibt es nicht unbedingt Indizien dafür, sondern eher so ein bisschen aus dem Bauch raus. Also dass man dann nicht so mit kommissarischer Spürnase da irgendwie genau aufpassen muss, oh Gott, ich muss jetzt da wie in der Schule, wer war es und warum und was hat er liegen gelassen. Nee, sondern ein bisschen Gefühl für die Geschichte zu bekommen und dann einfach auch mich mit den anderen unterhalten. Was meinst du, wer könnte es denn gewesen sein und so. Dann bilden sich da auch manchmal Krüppchen. Ach, ich denke, die Oma war es. Ja, warum? Ja, weil dies und das. Ja. Dann kommen die ins Gespräch und am Ende gibt es eben was zu gewinnen und manchmal trinken die das sofort, manchmal nehmen sie es mit, also ganz unterschiedlich. Das ist immer nett, locker und lustig. Also trinken gibt es zu gewinnen, wenn ich das jetzt rausgehört habe. Getränke, sehr schön. Also keine Tatwaffen so. Nein. Sehr schön, Mal ein Wein oder ein Sekt oder ein Sekko, je nachdem halt, oder auch mal ein Gutschein oder so. Genau. Oh, das hört sich ja richtig spannend an. Ja. Ja, wo ist das meistens? Das ist in Saulheim in Rheinhessen. Das liegt hinter Mainz. Ja, okay. Die größte deutsche Weingegend. Ja. Saulheim, ja. Und wir machen das teilweise mit
nur Wanderung und werden an Stationen dann versorgt über einen Planwagen. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit einer Planwagenfahrt. Ah ja, oh, genau. Das, auch das ist auch lustig. Ja, das genau, auch also so mit 30 Leuten auf dem Planwagen sitzen und mit dem Traktor durch die Gegend gezogen werden, ist einfach nett. Sehr charmant. Super. Ja. Wenn jetzt einer mehr darüber wissen will, wir machen dann den Link. Wo kann man da am besten, am schnellsten gucken? Also entweder bei mir auf der Webseite unter www.deine-schöne-geschichte.de. Da ist was, das ist meine offizielle Webseite für die Krimis und Krimi-Wanderungen. Ja. Oder auf der Webseite vom Weingut Porderhof. Okay. Da gibt es auch einen Link. Ja. Genau. Und auch was die Burnout. Auch über die Thematik, auch über diese Internetseite. Genau. Ja. Also alles, was mit ihr zu tun hat, findest du über ihre Seite. Ja. Ja, super. Erstmal danke bis hierhin schon mal. Sehr schön. Ist sehr, sehr, sehr spannend und aufregend. Ja. Jetzt habe ich am Schluss noch eine Frage. Und zwar passt jetzt, finde ich, auch zu einem, vor allem zu der Burnout-Thematik vielleicht sogar. Wenn du an die Sinnhaftigkeit des Lebens glaubst, also an den Sinn des Lebens oder Teilbereiche oder Sinnhaftigkeit. Ist das so? Glaubst du daran? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz klar. Und wie wichtig oder wie ausschlaggebend ist das jetzt für das, was wir tun, beruflicher Natur oder auch im privaten Bereich? Also ich finde es lebensnotwendig. Ich glaube, das ist der Antrieb, den wir haben, die treibende Kraft in uns. Okay. Und ich denke, wenn wir dazu keinen Zugang haben, dann können wir nicht komplett glücklich sein. Mhm. Also ich denke wirklich, das ist das, was uns morgens aufstehen lässt und sagt, wow, ja, heute, ich mache dies und das und da freue ich mich drauf, das kann ich weitergeben. Also ja, essentiell auf jeden Fall. Geht es im Burnout oder wenn man drin steckt, geht es so verloren, diese Sinnhaftigkeit? Ja. Dieser Sinn? Ich denke, dann ist es nur noch so wie so eine funktionierende Hülle. Ja. Also man weiß nicht, man steht auf, weil man um 9 Uhr im Büro sein muss und weil man die S-Bahn vorher nehmen muss. Mhm. Und irgendwann geht man nach dieser Zeit nach Hause, aber dann sieht man, denke ich, komplett keinen Sinn mehr. Okay. Ja. Also man braucht schon, das ist ein Grund sozusagen. Also Geld verdienen kann meiner Meinung nach nicht der Hauptgrund sein. Okay. Das ist keine Sinnhaftigkeit. Ich meine, klar, jeder muss Miete zahlen, jeder muss sein Auto, sein Handy und so weiter, Lebensmittel, das ist ein Mittel zum Zweck, aber Geld ist keine Sinnhaftigkeit fürs morgendliche Aufstehen. Jetzt nein. Gibt es ja viele Menschen, die in einem Job sind, in dem sie denken, nee, das mache ich jetzt eigentlich wirklich nur, um Geld zu verdienen. Hat man denn, und die wollen den auch nicht aufgeben, aus Existenzängsten etc., was natürlich klar ist. Kann man vielleicht trotzdem den Sinn, auch wenn man nicht in seinem Traumjob ist, trotzdem Sinnhaftigkeit entwickeln? Denke ich auf jeden Fall. Also indem man das auch anders betrachtet. Betrachtungsweise, okay. Genau, indem man seine Aufgaben anders betrachtet. Vielleicht kann man sich anders strukturieren. Vielleicht kann man auch innerhalb der Firma nochmal neue Aufgaben übernehmen. Ja. Oder vielleicht kann man das wirklich, was man, sein eigenes Tun anders betrachten. Okay. Vielleicht sieht man plötzlich seinen Handlungsspielraum und kann eher Sachen mehr annehmen und auch mehr Verantwortung übernehmen und sich mehr einbringen. Ja. Und ich meine, klar, das hängt natürlich auch von der Art der Aufgabe ab, die man hat. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel dran denke, ich war immer so beeindruckt jetzt bei Nelson Mandela, der war ja lange eingesperrt und er hat gesagt, also obwohl ich im Gefängnis war, war ich frei. Ich konnte mich entscheiden. Ja. Und das... Ich denke, das kann man auch übertragen auf die Arbeit letztendlich. Also ich bin trotzdem ein freier Mensch. Ja. Also wenn man sich bewusst macht, ich bin freiwillig hier und ich mache dies und das freiwillig. Ja, und nicht, weil ich jetzt einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Also ich denke, mit der Haltung, die man dem Leben gegenüber einnimmt, bewirkt man ganz viel bei sich selbst. Du bist ja auch selber, glaube ich, Architektin. Ja. Nicht mehr ausführend, oder? Doch aus, hier und da teilweise, aber eher weniger. Also eher mal so im Freundeskreis oder so mal, hast du mal einen Tipp und so. Und den Sinn, bringst du dann einfach darüber mit in deine Schreibarbeit mit rein, ne? Genau. Sozusagen. Ja, über Räume gestalten, Menschen betrachten, ihre Bedarfe, Bedürfnisse und so. Genau hingucken. Genau. Das habe ich aus der Architektur. Das heißt, mal gucken und dann kann man auch aus dem, was man gerade tut, wieder Sinn schöpfen, sozusagen. Ja. Ja, und das ist auch ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Also ganz spannende Sachen. Die Menschen können sich dann über den Link an dich wenden, egal für was. Genau. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit Dank genommen für die hast. Ja, sehr gerne. Hat mir richtig Tolles Spaß Wetter. Gemacht. Schöner Platz. Ja, und auch die Vögel sind gerade hier richtig gerade aktiv. Wunderbar. Und wir sagen Tschüss. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann like es doch. Schreib was Nettes drunter. Und wenn noch nicht geschehen, abonniere den Kanal. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Ciao.